Hier spricht Annelie von die Reise zu deinem Sein. Ja, ich habe eine Frage aus einem Forum aufgegriffen und ich habe das dort auch beantwortet und ich möchte jetzt gerne drüber sprechen. Ja, es war eigentlich nicht unbedingt eine Frage, sondern eine Feststellung, die gelautet hat: Ich brauche einen Partner, um mich nicht so einsam zu fühlen. Auch wenn ich dadurch meiner Dualseele untreu bin. Ja. Natürlich war die Frage dahinter, darf ich meiner Dualseele untreu sein? Auf diese Frage will ich jetzt gar nicht so sehr eingehen, sondern auf die Feststellung, ich brauche einen Partner, damit ich nicht so einsam bin. Und dieser Mensch, der das geschrieben hat, der ist eigentlich sehr, sehr, sehr ehrlich zu sich selbst vor allem und dann auch noch in dem Forum zu anderen. Weil natürlich hat er oder sie auch schon längst bemerkt, naja, das ist ja nicht so gern gesehen, dass man jemanden braucht, sondern es ist ja viel besser, wenn man sagt, ich brauche niemanden und ich bin schon drüber hinweg. Also sich selbst belügt im Allgemeinen. Und das macht dieser Mensch nicht. Und das finde ich schon einmal toll. Ja, die Frage ist, wer in uns sagt denn zu uns, also wer in mir sagt zu mir oder wer in diesem Menschen sagt zu diesem Menschen, ich brauche einen Partner und ich kann nicht allein sein. Ja, das ist der Verstand, der zum Verstand spricht. Also da ist gar niemand anderer dran beteiligt, als nur dein Für- und Widerverstand. Den gibt es ja oft, den gibt es ja, den kennen wir alle, ja, wenn Entscheidungen gefällt werden müssen. Ja, da spricht dafür und da spricht dagegen und das Hin und Her und Hin und Her des Verstandes. Und in dem Fall hat der Verstand einfach die Rolle übernommen, wenigstens ehrlich zu sein zu sich selbst und sagen, na, ich kann das nicht, ich kann nicht allein sein, ich kann nicht einsam sein. Oder ich bin einsam, wenn ich meine Dualseele nicht habe oder wenn ich keinen Partner habe, also brauche ich einen Partner, wenn schon nicht die Dualseele ist. Ja. Es gibt also den wichtigsten Teil, der du bist, dein Sein, das in diese Frage überhaupt nicht involviert ist. Es wird nicht gefragt, nicht gesehen. Es existiert bei dieser Feststellung gar nicht. Bei dieser Feststellung existiert nur der Mensch, der das fragt, und der Verstand, der sich antwortet. Und ja, wie gesagt, er antwortet wenigstens ehrlich, aber im Grunde genommen werden die meisten eher so antworten, dass sie sagen, okay, ich schaffe das allein, ich kann das allein. Ich glaube das nicht. Also ja, natürlich schafft man das allein. Man stirbt nicht sofort, wenn man nicht das Gefühl des Alleinseins ablegen kann, sondern ganz im Gegenteil, es ist eine ganz wichtige Phase in unserem Leben, das Gefühl, ich bin allein und einsam und es ist niemand, kein Mensch für mich da, es interessiert sich niemand für mich. Das ist sogar der Beginn einer Veränderung. Der Beginn der dunklen Nacht der Seele, wo das wirklich klar wird, hundertprozentig klar, denn es ist die Wahrheit. Die Wahrheit ist für den Menschen, vom Menschlichen her gesehen, ja, du bist für dich allein verantwortlich, vollkommen allein. Du kannst niemanden dazu verdonnern, dass er an deiner Seite steht, dass er an dich denkt, dass er sich um dich kümmert. Und es tut auch niemand. Auch die beste Freundin nicht. Sie tut es nicht, sondern die
ist ja auch mit ihrem Leben und im Grunde genommen dahinterstehend auch mit ihrem Erwachen beschäftigt, auch wenn sie es vielleicht gar nicht weiß. Also den Problemen, unter Anführungszeichen, die auf sie zukommen, weil die werden geschickt, um ins Erwachen zu führen. Und deine Aufgabe ist es eben, deine Sachen zu erkennen und letzten Endes zu lösen. Wie kann also dieses sogenannte Problem gelöst werden, wenn du glaubst, nicht allein existieren zu können oder dass es sehr schwer ist oder dass es das Drama schlechthin bis ans Lebensende ist oder dass du dann alles aufgeben musst? Du kennst die Antwort. In der Hingabe an das, was ist, an das Alleinsein, an die Tatsache, dass du dein Leben absolut allein führen musst, dass es da kaum einen Menschen gibt, der sich um dich kümmert und schon gar nicht deine Dualseele in diesem Moment. Das könnte gar nicht sein, weil du sollst ja diese Tatsache erfahren. Diese Tatsache führt dich zum Erkennen dessen, wer du eben bist. Und dass du als Mensch irgendwo, also ich kann jetzt nur von mir sprechen, aber als ich mein Sein entdeckt habe, war das so, dass ich tiefes Mitgefühl mit diesem armen Würstelmensch hatte, ja. Ich meine, ja, alles, was auf diesen Menschen, der du bist oder der ich bin, zukommt, kann sehr, sehr, sehr schmerzhaft, wird in einer gewissen Situation dann auch plötzlich sehr, sehr schmerzhaft sein. Da gibt es höchstens noch ein bisschen angenehme Ablenkung, aber das drunterliegende große Verlassenheitsgefühl, das Gefühl des Alleinseins, das wird da sein, egal welche Farbe du drüber schmierst, auch wenn du einen neuen Partner nimmst und ausgehst und dich ablenkst und schöne Sachen erlebst. Vielleicht kannst du es mal so wieder ein bisschen zur Seite schieben, wenn du deine Dualseele getroffen hast, wahrscheinlich nicht einmal das. Wenn es nicht deine Dualseele war, dann kann vielleicht wieder eine Zeit der Liebe und der Freude mit einem anderen Partner kommen, wird möglicherweise aber dann wieder irgendwann in diese Erkenntnis, die einfach wahr ist, münden. Ich bin allein. Es ist niemand für mich zuständig hier auf dieser Welt. Das kann man jetzt beliebig oft hin und her spielen. Wenn du deine Dualseele getroffen hast, ist die Chance groß zumindest oder möglich. Oder dazu fordere ich auch, dass du wirklich jetzt vollkommen in dich gehst und das akzeptierst, so wie es ist, dass dein Leben von dir gelebt werden muss, niemand irgendetwas bestimmen oder beeinflussen kann, dir auch niemand helfen wird, dich niemand lieben wird. Ja, ich weiß, du denkst vielleicht an deine Schwester oder deinen Bruder oder deine Mutter, die lieben mich doch. Sie werden gehen, sie werden auch nicht dich ewig lieben. Und es ist auch eine andere Art von Liebe. Es ist menschliche Liebe, die in dem Moment weggenommen werden kann, wo du vielleicht etwas anders machst, als diese Menschen es wollen. Und das, was du von deiner Dualseele oder einem Partner haben willst, ist auch menschliche Liebe.
willst, dass er sich kümmert, dass er an dich denkt, dass er etwas für dich tut, dass er dir seine Liebe beweist. Menschliche Liebe muss immer bewiesen werden. Und das mag eine Zeit lang gehen und dann wird es aber eben nicht mehr gehen. Ja, also, man kann natürlich zu sich ehrlich sein und sagen, okay, ich brauche das jetzt und ich will das so haben. Ich will diese Erwartungserfahrung nicht erleben, weil sie ist schmerzhaft und sie wird durch schmerzhafte Zeiten gehen. Und ja, es ist auch eine Möglichkeit. Ich weiß nicht, ob man das Erwarten dadurch abbrechen kann, wenn der Prozess einmal angestoßen ist, oder wird das dann im nächsten Leben weitergeführt? Ich weiß es nicht. Aber wenn du eine Dualseele bist, ist es sehr wahrscheinlich, dass dein Erwachensweg, dein Dualseelenweg ist und dich in ganz andere Sphären führen wird, als einfach zu einem neuen Partner. Dafür braucht man gar nicht so viel tun, außer alles zu sich zurückzunehmen und zu sagen, ich bin für mich da. Wer ist da für wen da? Natürlich wieder der Verstand für den Körper. Aber irgendwo drunter liegend, irgendwann, spätestens, wenn der Druck so groß ist, wenn die Angst so groß ist, wenn das Drama so groß ist, dass der Verstand nicht mehr weiter weiß, dann muss er aufgeben. Das nennt man den Ego-Tod. Und dann, spätestens dann, kommt das Sein ins Spiel. Du kannst es natürlich schon vorher oder in dieser Phase kennenlernen und dich an dieses Sein, beziehungsweise auch an das ganze Universum, also das, was man Gott nennt oder was viele Gott nennen, wenden. Das ist möglich. Das Problem ist, dass du das immer nur außerhalb deiner selbst siehst. Und erst wenn dein Verstand aufgibt, wenn der wirklich sagt, okay, ich bin dann eben jetzt einsam bis an mein Lebensende und ich kann nicht mehr kämpfen, ich will nicht mehr kämpfen, ich gebe jetzt auf. Ja, du sollst ja nicht deine Dualseele aufgeben, sondern den Widerstand gegen das Kämpfen gegen eine Tatsache, die in diesem Leben, in dem wir uns jetzt befinden, du und ich und wir alle, diese Tatsache ist Realität. Die ist Realität. Es gibt Trennung, es gibt Lieblosigkeit, es gibt Einsamkeit, es gibt Probleme. Und die können erst wirklich für immer gemeistert und gelöst werden, wenn dein Körper begreift, im Grunde genommen ist alles, was ich bin, hier und jetzt das Universum und mein persönlicher Anteil dazu ist mein Sein. Und du anfängst, eine Beziehung mit diesem Sein aufzubauen. Das geht dann sogar plötzlich. Irgendwo geht das dann plötzlich. Und es ist wahrscheinlich leichter, als man glaubt, wenn man knapp vor diesem Ereignis steht. Es ist wie bei einer Geburt. Ich weiß nicht, ob ihr Kinder geboren habt, aber wenn die Wehen stundenlang andauern und man glaubt, man kann es nicht mehr aushalten, wenn sie am stärksten sind, dann ist es bald vorbei. Und was danach kommt, weiß jede Mutter.
Vielleicht lässt sich das Glücksgefühl so ein wenig beschreiben, das entsteht, wenn man sein eigenes Sein findet und damit vollkommen unabhängig wird von menschlicher Liebe im Außen, von menschlicher Zuwendung, von Partnerschaft, von gemeinsamen Erlebnissen oder darum, dass sich jemand um einen kümmert, einem hilft. Das passiert, wenn die Verbindung mit dem Sein erkannt wird zwischen Körper und dem Sein, auch dem Verstand und dem Sein und letzten Endes die Erkenntnis, dass wir alle und dass du das ganze Universum bist. Ja, das Universum ist nicht im Außen, es ist im Innern, es ist da, es ist bei dir, aber du kannst es eben vielleicht noch nicht sehen, zumindest wenn du dich noch mit der Frage herumschlagst, was soll ich denn jetzt machen? Ich kann nicht einsam bleiben oder alleine bleiben. Ich benötige einen Partner. Ja, das soll es für heute gewesen sein. Ich hoffe, dass dir das Video gefallen hat. Wenn ja, lass bitte ein Like da. Du kannst auch den Kanal abonnieren und die Glocke aktivieren, damit du über neue Videos informiert wirst. Und jetzt wünsche ich dir alles Gute und einen wunderschönen Tag.